sehr werde. Das heißt, ich bin nicht mehr in Berlin. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde. Wie ihr seht, ja, Natur um mich rum, keine Autokolonnen und ja, hier in Brandenburg, heute das erste Mal im Jahr 2017. Eine kleine Ausfahrt hier auf den Sonntag. In Berlin soll auf jeden Fall nächste Woche sehr, sehr geiles Wetter werden. Bin ich mal gespannt. Und jetzt der Sonntag ist zwar super sonnig, aber doch noch relativ kühl. Könnt, habe ich natürlich kein Thema mir vorbereitet. Ist ja klar, warum auch, wenn ich schon mal einmal nach Brandenburg rausfahre und nicht bei mir im verranzten Berlin rumfahre. Eher muss es reichen, glaube ich. Also mir reicht es auf jeden Fall. Einfach nur mal ein bisschen schneller fahren, ja. Endlich mal schönes Wetter. Kurven suche ich auch noch ein bisschen vergeblich, muss ich zugeben. Ein bisschen Mangelware. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht's Offroad. What the fuck? Ich habe heute, das ist kein Scheiß, mein Motorrad gewaschen. Willst du dir mal merken, die geilste Fotostelle, die es gibt? Foto? Ja. Okay. Wenn jetzt hier, gut, ist jetzt aufgewühlt wegen den Arbeiten, ne? Aber normalerweise ist hier alles grün. Perfekte Licht. Okay. Interessant, ich habe mich schon gewundert, wo du mich jetzt hinführst, hier Offroad, ja. Ich habe meine Maschine heute gewaschen, nur so, ja, zur Info. das heißt, ich sollte jetzt direkt erstmal ein Foto irgendwo machen. A few moments later. Ich muss sagen, ja, als Berliner sind diese Windräder einfach so beeindruckend. Ich sehe die ja sonst nicht. Aber Alter, wie riesengroß die zum Teil sind, ist komplett irre. Aber denkt dran, falls ihr ja, in so einem Offroad-Bereich da kurz fahrt, da war es jetzt ziemlich schlammig und matschig. Auf jeden Fall die Reifen gut abfahren vorher, bevor man irgendwelche ja, schnellen Kurven fährt. Immer schön ein bisschen. Yay! Yay! Yeah! Yay! Willkommen in Nauen! Ist doch eigentlich ganz schön hier. Cooles Gebäude. So einige Schlaglöcher. Oh Mann, ey, wenn ich hier alleine langfahren würde, ich würde mich so gnadenlos verfahren. Wow, hier ist ein Fußballspiel. Und da sind richtig Zuschauer. Wie krass. Wahrscheinlich das gesamte Dorf, was sich da zusammengefunden hat. Ich weiß es nicht. Und ich muss ja sagen, obwohl es bisher hier relativ wenig Kurven sind und ja, wie ihr seht, eher schleichend
und er geradeaus vorwärts geht. Finde ich es trotzdem irgendwie geil, mal ein bisschen rauszukommen. So, Alter, wie grün das hier alles ist, ja. Und auch die Weitsicht, die man hat. In Berlin hast du halt nur Häuser immer um dich rum. Und hier kannst du halt mal irgendwie, ja, ein bisschen weiter gucken. Das ist irgendwie geil. Das kenne ich so überhaupt nicht. Naja, vielleicht noch ein paar Sachen zu meinem Kumpel, der die ganze Zeit vor mir fährt. Der fährt eine... War mal ein Fuchs, der Arme. Der fährt eine Suzuki Bandit 1200. Monströses Teil, ja. Aber er ist auch, ich glaube, ziemlich genau 2 Meter groß. Und da ist natürlich schwierig, irgendwie was zu finden, worauf man nicht, ja, worauf man vernünftig sitzen kann. Und zum Beispiel auf meiner Ninja 300 wäre keine Chance. Ja, man muss natürlich auch sagen, ich meine, das Ding wiegt, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, 170 Kilo oder so. Die Bandit von ihm wiegt, glaube ich, kann es jetzt auch nur schätzen, 250, 260 vielleicht. Also ist schon ein heftig dickes Ding, ne? Oh, wie geil das ist. Ja, und ich weiß, ich wollte eigentlich einen Motovlog machen bezüglich wie gefährlich ist Motorradfahren. Ich bin einfach in den letzten 2 Wochen nicht zugekommen. Eins kann ich euch aber auf jeden Fall schon mal sagen. Landstraßen sind mit Abstand, mit großem Abstand, die gefährlichsten Straßen von innerorts, Autobahn, Landstraße. Landstraße mit Abstand das gefährlichste. Laut Statistik. Oh, da steht ein Blitzer. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen, ja, dass ja, hier viel mehr Blitzer rumstehen, also stationäre. In Berlin wird ja viel mit mobilen Blitzern gearbeitet. Ja, vorbildlich. Das Auto, was da gerade stand, die Frau war am Telefon, ja. Offensichtlich hat sie extra gehalten, um zu telefonieren. Finde ich gut. Ja, ich finde, es könnte noch ein Tick wärmer sein. Jetzt haben wir so 11, 12 Grad oder so. Und wenn man jetzt so viel im Schatten fährt, mein scheiß Handschuh geht immer auf, ey. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei der Kälte, genau. Ja, was heißt Kälte? Nicht wirklich kalt, aber jo, meine Finger werden schon... Wow! Finger werden schon, ja, kühl, aber es ist nicht so, dass sie, ja, zu kalt werden, sag ich mal so. Es geht noch. Jetzt noch ein bisschen Sonne drauf, ja. Das ist jetzt geil, man merkt ja jetzt schon mittlerweile, wenn die Sonne scheint, man steht in der prallen Sonne, dann spürt man die Sonne schon, ja. Das ist einfach immer geil. Im Winter ist es ja so, hast einen blauen Himmel, die Sonne strahlt und es ist arschkalt. Du merkst halt nichts von der Sonne, von der Energie, aber jetzt ist es schon gut. Ja. Wie gesagt, nächste Woche soll es richtig warm werden und ich kann euch nur sagen, nutzt die Zeit. Man sieht jetzt auch schon relativ viele Motorradfahrer unterwegs, obwohl es eigentlich noch ein bisschen frisch ist und man schon vernünftige Klamotten anhaben sollte, aber ja, schon geil. War ja eine der Sachen, die ich mir so vorgenommen habe, für mich persönlich mehr in Brandenburg zu fahren. Ich muss zugeben, mein Kumpel hat mich dazu natürlich animiert, weil ja, ganz ehrlich, alleine, ich kenne mich so schlecht aus. Ja. Ich habe weder eine Handyhalterung noch eine Navi und wenn ich alleine fahre, ja, da fahre ich dann schon ein bisschen blind, muss ich sagen. Auch, ja, wenn ich mir das vorher auf der Karte angucke,
Ich kann mir das immer irgendwie so schlecht merken und in real life sieht es dann doch irgendwie wieder ganz anders aus als auf der Karte. Von daher, ja, bin ich ganz froh, dass er hier mit dabei ist, ich ihm einfach hinterherfahren kann und mir keine Gedanken machen muss, wo ich jetzt lang fahre, wo ich lang fahren muss und wie ich zurückkomme. Ich fahre ja auch häufig die gleichen Strecken in Berlin, weil es ist halt entspannter, wenn man weiß, wo man lang fährt und weniger bzw. auch gar keine Energie oder auch Gehirnschmalz in die Navigation stecken muss. Ups, links muss man lang, okay. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch mal navigieren. Ups. Jetzt wird kleine Schritt aber ein bisschen kurvig. Ja. Dann kommen wir an einem Flugzeug, an einem echt schönen großen Flugzeug, da können wir anhalten und dann umdrehen. Geil. Boah, ist doch geil. Jetzt hier mal fett durch den Wald. Ah, Hammer. Boah, hier riecht es auch richtig nach Wald. Wie krass. Ich glaube, man merkt, dass ich so krass der Stadtmensch bin. Ah. Boah, okay, hier riecht es nicht mehr nach Wald, sondern nach Scheiße. Alter. Wow. Oha, dieses Schild sagt schon, wir kommen gleich zu einem Flugzeug. Otto Lilienthal Zentrum, okay. Das Teil. Oh. Steht da einfach so ein Flugzeug rum. Krasses Teil. Lady Agnes. Kann man da hoch? Nee. Da ist offen. Was eine Scheiße. Ach, da sind sogar Leute. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ah, scheint echt zu sein. Krasses Teil. Sehr gut. 2 Meter auf Ninja 300.
Was bist du, 2 Meter? Ja, 2,2. So, das war doch mal ganz cool. Mal was anderes. Insbesondere dieses Flugzeug. Sehr geil. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, dass da einfach so ein Flugzeug mit in der Landschaft rumsteht. Aber bestimmt auch für Kinder super geil. Also, wenn ihr hier wohnt, irgendwo Kinder habt oder so, na, zieht's euch rein. Jo, da wir jetzt schon seit 2,5 Stunden unterwegs sind und ich nicht weiß, wie lange mein Akku von der GoPro noch hält, ist jetzt schon der zweite drin, würde ich einfach mal sagen, ja, mal was ganz anderes, von mir zumindest, ja, kein Berlin-Video, kein Stadtvideo, sondern im freien Brandenburg. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo natürlich besonders freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich verlinke euch jetzt noch 2 Videos. Diese Videos könnt ihr euch auch gerne noch anschauen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Habt noch einen schönen Tag. Oh.